Brokkolisalat mit Sonnenblumenkerne. Machen wir heute. Vielmehr Frau Brehm. Das ist übrigens die schnellste Art, eine Paprika zu von den Samen zu befreien. Ja? Einfach obenrum aufschneiden. Bup, und leer. Haben wir neulich schon mal gemacht. Siehst du, braucht man nicht mal mehr ein Messer. Ups. Fertig. Keine Kernchen mehr drin. Da drin sind schon 300 Gramm Brokkoli. Und ich mache jetzt einfach so in ganzen Stücken noch die Paprika rein. Da ist drin. Frau Brehm, was kommt dann? Dann nächstes Sommer. Ein Apfel groß gefuchtelt. Nein. Und dann? Reiskamm, Sonnenblumenkerne oder Pinienkerne kann man auch nehmen. Wird schön abgewogen. Steht übrigens alles hier drauf. Weil Frau Brehm hat nämlich, wie heißt das Ding hier? Cookie. Den Cookie. So. Olivenöl. Und zwar 25 Gramm Olivenöl oder Rapsöl. Wir nehmen Rapsöl. Macht wer, da steht zwar Obstessig oder 15 Gramm Balsamessig, wir nehmen aber 15 Gramm Reisessig, weil ne, Reis Essig. Ein Teelöffel Honig. Nicht wahr, Honey? Anderthalb Teelöffel Senf. Wir machen hier nicht Dienst nach Vorschrift, wir machen Pi mal Daumen. Oh yeah. Bisschen Salz. Und Salz deshalb, weil ich bin das Salzmonster. Gell, Frau Brehm, überall ist Salz drin. Ach Quatsch. Ah, alles was ich esse, muss Salz drin sein. So, halber Teelöffel Pfeffer. Ja. Pfeffer und Salz, Gott der Hals. Etched. Jetzt. Dann das Becher in den Mixtopf setzen. Da ist er. Und dann Stufe 4. Wie lang? 5 Sekunden steht er, ne? Mhm. Attacke! Hey. Pokusalat mit Pinienkernen in eine Schüssel füllen. Oh, da muss aber noch ein bisschen. Ja, den kann man noch mal. Machen wir 10 Minuten, Sekunden. Zurück. So lange. Ja, reicht. Cool. So, jetzt muss ich mal testen. Oh, ihr müsstet das riechen können. So, wie gesagt, jetzt wird getestet. Ich brauche einen zweiten Topf, Schatz. Was? Ich brauche einen zweiten Topf. Für? Zum Kochen. Thermomix. Ja. Der kostet ja nur wie viel? Mmh, lecker. Schnucki, was ist mein Abendessen? Esst du die Nudeln? Ja, okay. Tschö. Mmh.